Ja, zunächst einmal möchte ich aber etwas über die aktuelle Problematik mit diesem Islam-Video sagen, nachdem mir heute bekannt wurde, dass der Produzent dieses mehr oder minder zweifelhaften Elaborats ja in Haft genommen wurde. Eine Vorbemerkung. Mir fehlt bis heute von den muslimischen Vertretern Österreichs eine klare Distanzierung von der Anwendung von Gewalt. Und mir fehlt bis heute eine Erklärung der Muslime und der Vertreter der muslimischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, was den Gewaltverzicht anlangt. Eine diesbezügliche Erklärung ist bis zur Stunde ausständig. Das ist sozusagen die erste Vorbemerkung. Andererseits habe ich aber Verständnis für die Empörung der Muslime, weil ich immer zu denen gehört habe, als gläubiger Katholik, die vor Respekt vor religiösen Dingen, die Menschen heilig sind, eingefordert haben. Und ich habe wirklich großes Verständnis dafür, dass man sich darüber aufregt, wenn jemand, der Gegenstand der eigenen religiösen Verehrung, der eigenen Religion ist, von irgendeinem komischen Vogel mit einem schlechten Elaborat heruntergemacht wird. Daher habe ich es immer kritisiert, dass der entsprechende Paragraph im österreichischen Strafrecht, nämlich Paragraph 188, wo die Herabwürdigung religiöser Lehren unter Strafe gestellt ist, dass der in Österreich zum Totenrecht geworden ist. Die Staatsanwaltschaften verfolgen der diesbezüglichen Handlungen nicht, insbesondere dann nicht, wenn es um die christliche Religion geht. Ich habe zum Beispiel hier mitgebracht die Karfreitagsdemonstration im Jahre 2009, die angezeigt wurde, wo Christus mit einem Schweinekopf von einem nackten Mann auf einem Kreuz dargestellt wurde, alles Blut verschmiert. Man hat das also besonders lustig gefunden, das Ganze hat sich in Innsbruck abgespielt, die Verfahren wurden eingestellt, weil man darin keine religiöse Verhöhnung erkennen konnte. Oder der bekannte Herr Mühl, der ja sogar noch gefördert wurde für seine zweifelhafte Kunst, etwa hier, wie er den Hermes Fettberg als mit ihr regiertem Glied als Christus darstellt, der der Gottesmutter in den Mund uriniert. Ähnliche Werke von diesem zweifelhaften Mann hat es ja auch gegeben, wo Fettberg etwa als Christus am Kreuz dargestellt wurde und verhöhnt wurde. Alle Verfahren, die wir diesbezüglich geführt haben, sind alle von den zuständigen Staatsanwaltschaften eingestellt worden. Weiteres Beispiel betrifft etwa die Verhöhnung von katholischen Priestern durch einen Waldeigentümer in der Steiermark sofort eingestellt worden, der diesen Priestern das Betreten seines Waldes verboten hat, weil sie alle Kinderschänder seien, ist sofort eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft Leoben. Oder die Verhöhnung der Gottesmutter in St. Pölten, wo man über eine Statue der Gottesmutter ein riesiges Kondom drüber gestülpt hat. Ja, das Ganze hat sich also auch im November 2010, also noch gar nicht so lange abgespielt, Staatsanwaltschaft St. Pölten, Verfahren sofort eingestellt. Oder die Verhöhnung des Papstes im Zuge des letzten ÖH-Wahlkampfes, wo man den Heiligen Vater in einen Spiegel blicken lässt. Diese Plakate sind in ganz Wien gehangen, die Presse hat auch darüber berichtet. Und das Spiegelbild des Papstes als einen Affen dargestellt hat. Sofort eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft. Was ich damit sagen will, ist, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass man weiter die Verhöhnung religiöser Symbole straffrei stellt, in § 188 mit Todesrecht behandelt und zuschaut, wie dadurch sich die Situation radikalisiert. Ich habe neuerlich den Appell an die Justizministerin, wie an alle ihre Vorgänger, dass sie dafür Sorge zu tragen hat, im Erlasswege, wenn sie den Frieden in Österreich erhalten will, insbesondere den religiösen Frieden, dann muss sie dafür sorgen, im Ansatz bereits, dass die Verhöhnung religiöser Symbole und religiöser und Persönlichkeiten, die der religiösen Verehrung dienen oder die religiösen Lehren, dass die nicht heruntergemacht werden dürfen. Und zwar egal, welcher der gesetzlich anerkannten Religionen es sich hier handelt. Das ist also mein zentraler Punkt und damit muss sie endlich auch zugeben, dass man nicht nur jetzt dann strafbare Handlungen gegen islamische Symbole, die gegen islamische Symbole gerichtet waren, ob das der Koran ist, sei dahingestellt, sondern auch die religiösen Inhalte der christlichen Religion zu schützen hat. Eine Differenzierung kann es nicht geben, eine Ungleichbehandlung kann es nicht geben. Das ist also mein Appell, der aus Aktualitätsgründen hier vorangestellt werden musste.